Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und mit noch einem Unboxing in der Kamerareihe. Diesmal eine SD-Karte. Und zwar die Sandisk Extreme Pro SDXC UHS 1 Card. Die ist auch für 4K-Aufnahmen geeignet. Die hat einen Speed von 170 MB, eine Kapazität von 128 GB. Und da gibt es noch eine andere Sandisk, die werde ich euch auch verlinken. Die hat ein bisschen weniger Power. Die soll wohl auch gehen. Es kostet manchmal nur die Hälfte. Aber da habe ich halt zwiespaltene Nachrichten, also zwiespaltene Rezensionen gelesen von der Geschwindigkeit, dass es denn für 4K manchmal nicht richtig reicht. Oder die soll ja, also hier die Alpha soll ja auf 4K HDR irgendwie haben. Da habe ich so ein bisschen was gelesen. Die wurde mir netterweise vom lieben Soulflyer, den Ehrenmann, zur Verfügung gestellt. Also die hat er mir geschenkt. Und die werden wir jetzt mal auspacken und in die Kamera reinmachen. Die wird sich dann, wenn die so ist wie meine, muss erst mal gucken, wo jemand die aufmacht. Wenn die so ist wie meine Webcam von, also Webcam, meine mein Camcorder von Sony. So, jetzt haben wir's. Dann läuft es so ab, dass die Kamera die Grundeinstellung von, also die Ordner von bei der Karte gleich alleine einstellt und dass man dann nur noch einstellen muss, wie die Qualität sein soll. Free Download. Sandisk. Ich habe hier irgendeinen Free Download, 2 Jahre, und das muss ich mir nachher durchlesen. Ach, Mausi weg. Da heben wir doch mal das lieber auf. Oh, jetzt habe ich das durchgerissen. Shit. Naja. Wenn ich es zusammenlasse. Genau zwischen den Nummern. Muss ich mir dann nachher mal angucken. Und zwar ist das die hier. Wartet mal. Ich muss hier nur gucken, wie man die aufkriegt. Das Kartengehäuse werde ich mir auch aufheben. Ich will ja noch ein paar andere Karten holen. Denn für unterwegs ist es dann besser, wenn die in so einem Gehäuse drin ist. Und zwar ist es diese hier. Also, so rum ist er richtig. Und das soll wohl eine sehr gute Karte sein. Ich habe auch noch andere Karten gesehen, aber da, wo ich den Preis gesehen habe, das ist für Fotoserien und Zeitlupe geeignet und hast ihn gesehen, da bin ich ja abgefallen vom Glauben. 499 für eine SD-Karte. Da habe ich gedacht, mein Schwein pfeift. So, und wo machen wir die jetzt rein? Bei der Alpha, also bei meiner Alpha, 6400 ist es so. Da ist es neben dem Akkufach. Seht ihr das da? Da unten? Da muss die rein. Ich muss nur gucken, wie die da rum rein muss. Ich glaube, so rum. Nee, so rum nicht. Dann vielleicht so rum. Ja, so rum und rastet auch ein. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt dürfte sie halt auch nicht mehr. Ah, läuft in NTSC. Achso. Ich wundere mich, dass das Bild schwarz ist. Müsste man das runternehmen. So. 9999 Fotos kann ich machen. Die fokussiert schnell. Jetzt kann ich die endlich mal testen. Super. So. Dann das wieder rauf. So. Jetzt ist er wieder vernünftig zu. Ich habe ja das Modell geholt gleich mit Objektiv gleich dazu. Also gleich raufgeschraubt. Ich lasse das auch alles so wie es ist. Ja. Dann haben wir jetzt, was haben wir jetzt? Die Kamera haben wir angeboxt, die SD-Karte, den externen Akku haben wir angeboxt. Was fehlt jetzt noch? Ach, der Camlink. Im nächsten Video machen wir den Camlink, damit wir sie auch am PC anschließen können.
Vielleicht kann ich sie ja heute schon auch benutzen. Ja, mal gucken. Mal gucken. Und, ach nee, die müssen wir dann auch noch unboxen. Die Halterungen. So. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, die ganze Bewertung und die ganzen kommt dann alles später. Ich muss erstmal wirklich mit der neuen Kamera zurechtkommen und mit den alles einstellen und ein bisschen testen. Die Aufnahme, 4K, Fotos, HD, also Full-HD-Videos und auch ein paar Mal streamen und dann den Camlink dazu benutzen und auch ab- und anbauen an die verschiedenen Stative und so, bevor ich da ein Fazit machen will. Ist diesmal ein bisschen was anders, aber ich brauche da wirklich ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ruhe. Deswegen mache ich das mit der Kamera halt alles. Wird es jetzt hier erstmal nur Unboxings geben. Und dann sehen wir weiter. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.